die Forschung, Military 7, zieht sich. Da bin ich aber echt gespannt, wie das mit dem Laser wird. Aber ich denke, wenn wir die ganzen normalen Batterien benutzen, wird es nicht viel stärker sein als die Common Shotgun. Und es wird halt nur auf ein Ziel gehen. Das heißt, wenn ich im Panikmodus bin und einfach in irgendeine Richtung halte, werde ich einfach nichts treffen. Aber warte mal, Reichweite 25. Das hat eine größere Reichweite. Sogar eine wesentlich größere Reichweite. 25% mehr. Du weg. Lalala. Okay. Es musste irgendwann kommen und besser dienen als irgendein anderen. Und ich habe jetzt ein größeres Loch, wo ich durchfahren kann. So. Oh, 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 oh. Okay. Stimmt, ich hätte noch einen Roboport mitnehmen sollen. Oder eigentlich zwei. Und Logistikkisten. Damit wir das Ganze hier auch mit den Robotern sichern können. Ich habe nicht genug Ressourcen, um... Oh, doch, habe ich. Ja, sehr schön. Bauen wir einen davon bitte. Und Kisten haben wir schon. Okay. Können wir noch Sanddinger bauen? Ja, bau bitte. Und ein Laserturm. Gut, du musst repariert werden. Sowas von. Okay, Basis ist laut Karte schon weg. Also müssen wir nur noch aufräumen. Ja, gucken wir gleich mal. Dann werden Alien-Artefakte eingesackt. Dann bauen wir die Mauer weiter. Einmal außenrum ist noch eine ganze Menge zu tun. Ich denke, wir werden es nicht komplett schaffen mit den Sanddingern, weil ich halt nicht genug Sand mitgenommen habe. Aber ist ein Anfang. Wir können später ja alles noch ersetzen. Dabei fällt mir gerade auf, wir haben jetzt die hinterste Reihe der Mauern aus dem Sand gemacht, also aus den stärkeren Mauern. Das heißt, davor kommen eh noch die billigen. Später. Ja, okay. So, nein, genau. So, da ist alles kaputt, außer der Wurm. So, und ich will hier nicht die ganze Zeit im Auto das machen, also sack ich das jetzt alles ein. Einer da. Ja, also es war eine sehr unerwartete Wendung, dass das Ding hier plötzlich aufgepoppt ist. Aber es hat ein paar Science Packs gebracht, das ist okay. Das heißt, wir verlängern das jetzt hier lang, da lang, da lang, machen die Mauer drum. Wo ich gerade im Auto sitze. Da hinten wären kleine Basen. Und da ist überall Wald. Trotzdem ist das viel zu viel falsch. Da unten. Das kleine Ding schnappe ich mir noch kurz. Weil ich brauche halt möglichst schnell diese 110 oder was Alien-Artefakte für die zwei MK3-Module und die Powerrüstung MK2. Und da wir ja gesehen haben, dass es jetzt schon eine neue Art von Biter gibt, gibt es bald vielleicht noch eine neue. Und dann, ne, wird es langsam schwierig, an die Artefakte ranzukommen. Gut. Schauen wir mal, ob die Munition reicht. Ja. Und ich laufe einfach in die nächste Basis rein. Ist okay. Da sind ganz viele Würmer. Gut, erstmal das da einsacken. 4. Naja. So. Ah, 51 haben wir jetzt. Ich hatte, glaube ich, 25 oder so in der Fabrik gelassen, die Alien-Artefakte, Science Packs herstellt. Dann hatten wir noch 200 im Ausgang und das Fließband voll. Das könnte schon fast bald genug sein. Ja, also sobald ich ansatzweise die Kohlebasis gesichert habe, sollte ich nach Hause gehen und solche Sachen überprüfen. So, da ist noch eine schön kleine Basis. Na, einfach nur ein Hundespawner und Gold. Ganz schön viel Gold.
transparent. Oh, ich kann das aufsammeln. Nee, sah nur so aus. Okay. Das heißt, die zwei, sag ich ein. So, und da oben war der eine Hundedingens. Gucken wir mal. Würmer. Bau mal bitte das da. So, anhalten. Nicht anhalten. Das war ein bisschen nah dran. Splat. Splat. Okay, jetzt raus. Du dahin. Reparier das Ding. Lalala. Dann würde ich aber gerne wieder eine Pause machen. Also zwischendurch ist es ganz nett, Vasen platt zu fahren und so. Aber längerer Zeitraum, das Optimieren macht mir wesentlich mehr Spaß. Also ich denke später, wenn wir mit dem Lasergewehr rumlaufen und der Powerrüstung MK5 oder was und dann schneller laufen als ein Zug, dann könnte es auch wieder viel mehr Spaß machen mit Vasen angreifen. Aber jetzt habe ich langsam genug Auto gefahren. Bin ich genug Auto gefahren? Den Wurm, da muss ich noch treffen. Jo. So. Die zwei auch noch, obwohl sie das fast gar nicht gelohnt hat. Und jetzt weg. Weg, weg, weg. Oh, sind das da alles Edelsteine? Ne, ist Erz. Eisen, Silbererz. Was ist Zink? Über solche Außenposten müssen wir auch noch nachdenken. Also extra nur für so einen kleinen Kram. Aber ich denke, das werde ich mit Blaupausen später lösen. Also eine Blaupause für eine Mini-Basis quasi. Aber das auch erst, wenn wir Solarmodule haben mit einer höheren MK-Stufe. Dass wir nicht jedes Mal Wasser in der Nähe haben müssen. So, ich wollte jetzt gucken, wie es mit den Science Packs aussieht. Ich wollte gucken, wie es mit Eisen und Kupfer aussieht. Danach wollte ich zurück zum Kohledingens. Achso, unterwegs wollte ich noch Sand mitnehmen für die Sandsäcke, Holz mitnehmen, Stahl für die Lasertürme, aber die müssten mir gleich zugeflogen kommen eigentlich. Und wir haben noch genug Sand. Woran hapert es denn bei Sandsäcken? Sandsäcke? So, die waren irgendwo besonders, ne? Hier, genau, mach mal Sand. Ganz, 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 ganz viele Sandsäcke. So, schön. So, Stein wird sehr schnell abtransportiert, ist alles super. Sludge hält sich in Grenzen. Eisen ist immer noch kompakt. Läuft immer noch alles flüssig ab. Du bekommst nur kein Eisen mehr. Ah, sehr schön. So muss das aussehen. Okay, Flüssigeisen haben wir jetzt erstmal wieder. Kupfer auch. Frage ist nur, wie lang. Aber gut. Dann hätte ich gern noch Holz. Für die Sandmauern, die brauchen ja recht viel Holz. Und da kommt mein Stahl für die Lasertürme, okay. Da. Sniperturm werde ich nicht bauen, nein. Was fehlt? Ach, Stein fehlt, okay, warte. Gib mir das ganze Zeug, jo. Und dann gib mir mal so eine Steinkiste von hier. Da, Stein, Stein, Stein. Wow, 20 Lasertürme. Und da sind schon wieder die Steinzahnräder. Genau, das wollte ich auch noch kurz nachgucken. Ob meine kleine Veränderung da dafür gesorgt hat, dass wir jetzt Steinzahnräder auf Vorrat haben. Weil das scheint wirklich der größte Zeitfaktor zu sein beim Lasertürme bauen. Das ist ein bisschen albern, dass so Stein-Urzeit-Alter-Zeug uns da hemmt. So, gib mir... Roboport hatten wir einen da. Ja, ist okay. Ja, sehr gut. Her damit. Alles her damit. So, bau bitte. Batterien fehlen. Okay. Wir haben keine Batterienkiste, kann das sein? Ich guck mal ganz kurz. Und ich hätte gerne auch einen Slot dafür. Ich hätte gerne... Achso, zählt jetzt bei Waffen, ne? Ja. Wow.
Achso, normale Batterien und Shotgun-Batterien sind wieder unterschiedliche. Ich hätte gerne ganz normale. Ich denke, wenn ich mit Schrotflintenbatterien Türme bespicken will, dann meckern die ein bisschen. So. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich stehen bleiben und warten. Wenn Roboter angeflogen kommen mit Batterien, haben wir irgendwo eine Kiste. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich sehe keine Roboter mit Batterien auf mich zufliegen. Okay, also hier unten war Batterienproduktion. Da. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einfach eine Kiste. Und zwar eine Passive Provider Chest, genau. Dann stellen wir dich auf 2 Stacks. Und brauchen dann ein intelligentes Ärmchen. Das letzte. Oh, und Strom bräuchten wir auch noch. Zack. Zack. So. Und du schnappst dir bitte nur... Was zur Hölle ist das? Railgun Darts? Oh, das klingt doch sehr schön. Und ich muss sofort an Fallout denken. Okay. Playerport? Stopp, stopp. Lass dich nicht ablenken, Kerogon. Es ist viel tolles Zeug da, aber da kommst du noch gar nicht hin. Du wolltest jetzt Batterien. So. Ich klaue mir schon mal ein paar Batterien, damit die Roboter das nicht jetzt gleich zu mir bringen, alles. So, Bau, 20 Lasertürme. Gut, damit sind die Steinzahnräder. Ne, die haben wir noch, okay. So, wir haben Lasertürme. Wir haben Mauern, wir werden neu mit Stahl versorgt. Wir haben Roboport, wir haben die Storage Logistic Chests. Wir haben keine Mining Drills. Das sollten wir ändern. 5 Stück sollten eigentlich erstmal reichen. Abtransport haben wir noch gar nicht geregelt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal eine riesen Stahlkiste dahin hauen. Also extra large Steel Chest und dann halt pendeln. So. Was brauche ich noch, Genau, Stromversorgung wollten wir auch noch machen. Wir haben die Pumpe. Wir haben ein paar alte Engines. Ich denke, ich baue einfach mal noch eine MK3-Engine, dann werden die alten Engines dafür verbraucht. Die Secondary-Dinger. Schmeiß die mal in irgendeine Kiste. Nicht in die Plastikkiste. Die ist super, die Kiste. Storage-Chests haben wir hier irgendwo. Ich habe immer noch kein richtiges Zentrallager, ne? Da hinten sind 2 Kisten, ja. Okay, machen wir hieraus das Zentrallager. Da, eine Kiste kann hier noch hin. So, du bekommst das da. Komische Leichen. Sachen, die wir wahrscheinlich nicht so häufig mehr brauchen werden. Oder Unikarte. Ein doofes Ding, so. 2 davon. Hier haben wir keine Sandmauern gesetzt, ne? Nö, wir brauchen auch keine im System. MK, doch, Boiler brauchen wir, stimmt. Die können schon da bleiben. Okay, so, jetzt sollten wir wirklich gut genug ausgerüstet sein. Das heißt... Knochen können wir anflogen. Das heißt, nächste Folge geht es wieder rüber. Es wird gerade dunkel, Mist. Nächste Folge geht's rüber. Und wir bauen dann die Kohlebasis hoffentlich so weit aus, dass sie anfängt Kohle zu produzieren und erstmal in der Riesenkiste einlagert. Und ja, ich guck nochmal ganz kurz zur alten Kiste. Und dann werde ich einfach einmal das Inventar leer machen und einmal von Hand das komplett rüberschaufeln. Das sollte dann ja wieder für 10 Folgen reichen. Und innerhalb dieser 10 Folgen müssen wir dann dafür sorgen, dass der Transport irgendwie automatisch geregelt wird. Und das Ding hält immer noch. Also ja, einmal rüberlaufen hält locker 10, 12 Folgen. Sehr schön. Du bist fleißig am Werkeln, ja. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder.